Aber wir haben $10, weil wir rausgekriegt haben, was für ein Geist das ist. Sag mal, wollen die uns verarschen? Ja. Lustig. Also ich find's sehr spaßig. Kann ich jetzt Also es irgendwas ist, kaufen? Oder? wenn man zu viert ist, ist es deutlich spaßiger. Also ich habe das mit einer sehr lieben Freundin und Kollegin, wo ich gestern gemeint habe, wenn uns jemand fehlt, habe ich nur einen. Gespielt alleine, allerdings auch im Stockenduster, mitten in der Nacht, da waren wir ein bisschen hasenfüßig unterwegs. Ja gut, aber so ist es ja echt lustig. Okay, ich habe $25. Ich kann keine Taschenlampe kaufen, dafür fehlen mir $5. Willst du die von mir haben, die $5? Nee, ich glaube, das Ich geht glaube, leider so nicht. funktioniert das nicht. Schön wär's. Also müssen wir auf jeden Fall noch eine Sache machen. Ich will eine Taschenlampe kaufen. Hey, aber meine Schätzung war gar nicht so schlecht. Ich habe gesagt, so für einen Auftrag braucht man ungefähr eine halbe Stunde. Oh, wir haben sogar zwei Taschenlampen. Ach so, ja, du hattest ja gesagt, du hast schon eine. Und ich habe auch ein Thermometer eingepackt. Und ein Räucherstäbchen, man weiß ja nie. So, aber Luzi irgendwie. Lupa, hallo. Ah, da ist sie. Ach, du bist besagte Person mit dem Hasenfuß. Aha, hallo, herzlich Wir waren willkommen. beide Hasenfüße. Sie Ja. war das nicht alleine. Wir haben beide in der Ecke gesessen, als das Licht geflackert hat. Das kann ich gut nachvollziehen. Ja, obwohl, also ich finde, bisher ging's. Aber das war ja auch so ein Anfängerding. Ich kann mir gut Ja, vorstellen, dass das später mein schlimmer wird. Problem ist tatsächlich, dass ich gerade irgendwie keinen Job wählen kann. Warum kann ich keinen Job wählen? Soll ich wählen? Kannst du wählen? Wähl Ihr mal. beide panisch das Spiel beendet. Aha. Interessant. Ja, wir wollten eigentlich raus, aber leider hat der Geist alle Türen zugesperrt und wir sind nicht rausgekommen, weil er im Modus war. Ups. Bauernhaus? Ja, nein, nicht das Bauernhaus. Such dir einfach was aus. Okay, Bauernhaus. Oh nein. Katzi, die Sadistin. Was denn? Da steht Bauernhaus mit 2 Etagen. Kann doch nicht so schlimm sein. Nein. Du Das weißt schon, dass. war besagtes Haus. Schön. Leute, es ist wie 4 Uhr? 8:04. Ja. Ist schon dunkel draußen. Ja. Ich würde ja sagen, bedenke, dass es Leute gibt, die alleine zu Hause sind. Ich bin auch alleine. Du hast einen Hund da sitzen, der beschützt dich. Der Oh, ich soll dich beschützt erstmal auch mich. reinbringen. Schön. Rudi, hast du das gehört? Du sollst mich beschützen. Rudi? Hallo? Rudi? Wo bist du? So viel zu diesem Thema. Alle bereit. Ja, ich habe einen Moment gebraucht, sorry. Seelische Vorbereitung. So. Wow. Okay, du bist direkt in mir drin gespawnt, Basti. Was zur Hölle? Oh, wir haben gar keine. Ja, vielleicht dauert das Nachladen ein bisschen. Oh, okay, da ist Katzi. Nein. Oh, okay, das. Nein, das war nicht Katzi. Entschuldigung, ich verwechsel euch einfach. Ich nenne euch jetzt einfach blaues und grünes. Oh, okay, es hat nur geleckt. Ich nenne euch jetzt einfach blaues und grünes T-Shirt. Okay. Welches habe ich an? Ich sehe Das das nicht. blaue. Okay, das sind, glaube ich, die Räucherstäbchen.
Die Räucherstäbchen sind dieses... Basti hat das schon sehr gut gemacht mit dem Fotoapparat, finde ich. Ich nehme mal das EMF-Gerät. Oh Gott. So, was haben wir denn? Entdecke, um welche Art von Geist es sich handelt. Machen Sie ein Foto vom Geist. Lassen Sie ein Teammitglied Zeuge eines Geister-Events werden. Finde einen Raum unter 10 Grad Celsius mit einem Thermometer. Ich habe ein Thermometer dabei. Sehr cool. Ha, wir sind so stolz auf dich. Ich habe für Sie einige weitere Untersuchungen durchgeführt. Sieht aus, als wäre der Name des Geistes Donald Clark. Der Donald. Dieser Geist scheint nur auf Personen, die allein sind, zu antworten. Sprechen Sie den Namen des Geistes aus, um ihn zu verärgern und ein paar übernatürliche Ereignisse zu bekommen. Das sollte derjenige mit der... Obwohl, das ist eigentlich egal, wer das macht. Ziehen Sie oft das Journal zu Rat und vergessen Sie nicht, Ihre Beweise auf der letzten Seite zu notieren. Candyman! Also, Lara, hier liegt noch so eine große, starke Taschenlampe. Also, ich weiß nicht, ob das eine besonders starke Taschenlampe ist, aber hier liegt noch eine Taschenlampe. Juhu! Du kannst, wenn du dein EMF-Gerät anmachst, kannst du zusätzlich, wenn du auf T drückst, auch die Taschenlampe anmachen. Ah, wie geil! Mega! Ich bin unbesiegbar! Wuhu! Oh Gott, nicht schon wieder das Haus, Luzi, Hilfe! Mega geil! Ich habe eine 2-in-1-Waffe. Die Kamera muss ich nicht noch anmachen, ne? Erstmal. Die Fotokamera oder die Videokamera? Fotos. Ja, ne, Lara, hast du den Schlüssel nicht mitgenommen, oder was? Nö. Ich hab dir die Tür mal auf. Dankeschön! Dankeschön! So. Hier machen wir mal dicht dann. Nix mit Hilfe, kille grad Aliens. Ja, das hast du von mir. Manu, das ist übrigens das Haus, wo irgendwo dieses gruselige Bild von dem kleinen Jungen mit der Flinte hängt. Okay, und hier hängt auch ein ekliger Fliegenfänger. Ja. So, also hier ist erstmal nix. Hier schlägt auch nichts aus, alles ruhig. Donald Clark. Ach Gott. Nee, hier ist... Donald Clark, kannst du uns hören? Okay, ich höre dich gerade mega doppelt, wie so ein Echo. Ja, das ist dieses, Ach, jetzt funktioniert das auch in-game, oder wie? Ja, das ist das, wo du mit dem Geist reden kannst. Anders hört der Geist dich nicht. Ah, okay. Test, hört ihr mich? Wir hören dich an. Hört ihr mich doppelt? Ja, einmal über Discord und einmal über das Spiel, aber alles gut. Das wird sicher ja vorhin gar nicht funktioniert, ne? So, hier ist die Küche. Oder sowas in der Art. Oh, Esszimmer. Wer hat das EMF? Ich hab das, aber hier ist gar nichts. Alles ruhig. Gehst du hier irgendwie durch die Gegend? Alles ruhig. Donald Clark, wo bist du? Ich geh mal nach oben. Merkt sich bitte mal jemand von der Sicherungskasten und vor allem, wo die Haustür ist. Ja. Donald Clark, kannst du mich hören? Nein. Es ist immer noch alles ruhig. Katzi, hier ist übrigens dein eben geforderter Dachboden. Wow, die Tür ist wieder zugegangen. Das war ich. Mein Gott. Okay. Mann, hier sieht's aus wie Sau. Männerhaushalt, ne? Ja. Der Donald ist nicht so, ne? Aber eine frische Rolle Klopapier. Ja, und es ist wichtig. Es wird schon wieder gehortet. Und er scheint sein Spiegelbild nicht gemocht zu haben. Vielleicht war ich mal Discord gemutet. Oh, okay. Das hört sich aber mega cool an. Hört man mich denn auch? Nee, ne? Boah, hier war eine Hand. Werde ich hier doch, die Dinge... Was? Das Schwarzlicht. Werde das Schwarzlicht? Katzi?
bin hier, wo man am Eingang, linkes Zimmer an der Tür, da war ein Handabdruck. Ich komme. Ich lock dann mal Fingerabdrücke ein. Soll ich hier oben bleiben? Donald Clark, wo bist du? Also, wenn du hier da oben alleine bleibst, bist du halt auf jeden Fall. Ich würde mal gefährdet sagen. Ja, gut, aber das EMF schlägt ja aus, oder nicht? Also, ich habe hier auch einen kalten Raum. Hier unten. Kalter Raum? Und hier flackert es nicht. Das könnte ein Gespenst, eine Banshee. Ein Gespenst oder eine Banshee sein? Donald Clark, kannst du uns hören? Okay, hier ist irgendwo ein Störgeräusch. Donald da sucht Clark, einer seinen Radiosender. Hat er was gesagt? Wer hat denn die Kamera? Achso, okay. Ich hab die Kamera. Nee, hier. Ich hab die Kamera. Die Fotokamera und ich hab eine. Kann ich ja mal aufstellen. Hier flackert's. Hier im Wohnzimmer. Ich stehe direkt hinter dir. Verdammte Scheiße, ich höre. Ist das aufgegangen? Oh mein Gott! Wo bist du? Oh mein Gott, er ist eingeschlossen. Oh, es ist komplett am Durchtickern hier. Also Aktivität haben wir auf 4. Ja. Basti hat 81, also wir haben eigentlich alle so circa dieselbe Sanity. Hier ist 4. Also wir haben Ziel 3, lassen Sie ein Teammitglied Zeuge eines Geister-Events werden, Schott. Wir haben Ziel 4, Raum. Ja, Basti, ich mach mal die Tür wieder zu. Raum unter 10 Grad. Nee, warte, kann wir müssen noch ein Foto von Geist machen. Kann ich die. Wie kann ich denn die Kamera drehen? In welchem Zimmer seid ihr gerade? Unten. Parterre. Parterre! Komm mal rein. Das Ding ist, jetzt schlägt es auch nicht mehr aus. Nö. Also wenn ich jetzt hier in-game sprechen würde, würde mich der Geist sowieso nicht hören, oder was? Ich habe die Kamera platziert. Ich gehe jetzt mal zurück zum Van. Gucken, ob ich was sehe. Wie heißt er, Donald? Donald Clark. Clark, hörst du uns? Donaldo. Oh, jetzt funktioniert das aber auch. Also ich höre euch jetzt hier auch in... Ach, sehr gut. Donald sehr Clark, schön. Gib uns ein Zeichen. Hast du sie zugemacht? Nein. Donald Clark, bist du hier? Ist jetzt doch oben? Basti? Ja, ich bin da. Ich mach mal die Sicherung wieder rein. Das triggert mich. Oh, von euch leuchtet keiner, ne? Da fliegt irgendwie eine Kugel rum. Was? Eine Geisterkugel? Ich glaube, das ist eine Geisterkugel gewesen, ja. Dann ist es... So links in der Ecke. Dann kann es eigentlich schon noch ein Poltergeist sein. Also bei mir wird gar nichts, also Gefriertemperatur. Ja, Poltergeist. Wir hatten Fingerabdrücke. Gefriertemperaturen weiß ich noch nicht. Es war nur kalt. Aber wir hatten auf jeden Fall Geisterkugeln. Aber wenn es ein Poltergeist ist, das heißt. Einer der berühmtesten Geister. Ein Poltergeist ist bekannt als ein Wesen, das laut ist und Objekte um sich herum manipuliert, um seinen Opfern Angst einzujagen. Ein Poltergeist kann viele Objekte auf einmal werfen. Ein Poltergeist ist in einem leeren Raum fast ineffektiv. Geisterbox, Fingerabdrücke und Geisterorb. Was haben wir denn noch als optionales Ziel? Das Foto, ne?
Aber das gesehen habe ich den bis jetzt noch nicht, ne? Nee, nicht so wirklich. Ja, der wird wahrscheinlich oben auf uns warten. Donald Clark, hörst du uns? Donald Clark. Donaldo. Da flackert das Licht. Wo flackert Licht? Hier hat's geflackert. Wohnzimmer. Ich stehe hinter dir, ich sehe da nichts flackern. Ja, eben gerade. Das war da! Ich hab. Donald. Boah, ey, ich hab grad gedacht, was ist das denn jetzt schon wieder? Wer redet da? Kommt denn mit jemand auf den Dachboden? Ich geh mal in Van, gucken, wie es uns so geht. Ich komm mit auf den Dachboden. Kannst du uns hören? Donald Clark, bist du hier? Ich glaube, man sollte eh nicht so oft den Namen sagen, ne? Dann macht das die immer böse. Also wir hatten eben eine Aktivität von 6 und sind jetzt irgendwie wieder auf 0, 2. Langweilig. Oh, hier hinten? Oh, böses Katzi. Störgeräusche? Böses Katzi hat eine. Oh, deine Sanity geht auch runter. Also er ist scheinbar irgendwo oben. Okay. Ja, oben am Radio. Ja, am Radio, aber wir haben keine Kamera hier. Wer hat denn. Ah, der Mann mit der Kamera steht hinter mir. Also hier, ich glaube, Katzi und ich, wir sollten vielleicht mal runtergehen. Warum? Nein, solange ihr zu zweit seid, ist es nicht ganz so schlimm. Ist nicht ganz so schlimm, okay. Ja, aber wenn unsere Sanity runtergeht, dann sind wir halt auch irgendwann tot, ne? Der Kameramann und ich. Du siehst nichts mehr? Ja, er hat keine Lampe. Ja, ich komm dir. Wow. Donald Clark. Hör doch mal auf! Die Frage ist, lassen wir jetzt den Mann mit der Kamera alleine umstehen? Oh nein, der hat die Stromrechnung nicht bezahlt. Ich hier direkt oben an der Kiste. Also ja, an dem. Auf 2 Kisten steht ein Radio. Oh, geil. Oh, ich hab ihn gehört. Ich hab ihn hier unten gehört. Alleine, ich bin ein bisschen gefährdet. Ja, wo bist du denn? In einem Raum. Okay. Ich stehe neben dir. Seid ihr oben? Ich leuchte dir heim. Hi. Hallo. Sind die noch oben, die zwei? Ja, die hängen da oben rum. Wir suchen halt gerade. Ich habe ihn gerade im ersten Stock gehört. Ja, ich auch. Sein Herz klopft. Donald Clark, gib uns ein Zeichen. Zeige dich. Kinder, ich bin bei Poltergeist. Ja, auf jeden Fall. Ich will eigentlich nur das Foto noch haben, damit wir Kohle kriegen. Kann man Poltergeist eigentlich fotografieren? Bestimmt. Das ist halt merkwürdig. Also es ist auf jeden Fall der Poltergeist, aber... Oh, da drin schlägt es wieder aus. Ja, hier oben in diesem komischen möchte der Bad. Also ich bin jetzt unten mit Hami und hier schlägt das. Basti? Wir haben ihn. Könntest du ein Foto machen? Ihn hier in der Ecke. Wo seid ihr? Und er ist weg. Verdammt! Wir waren direkt unten an der Treppe. Da stand er da in der Ecke. Da! Oh, verdammte Scheiße. Weg war er.
Nein, warte, der ist hier noch. Aber er sieht ganz hübsch aus. Das ist super, aber wir brauchen das Foto. Ich höre ihn. Da, hast du das Foto? Scheiße, ja, ich hab ihn. Oh Gott! Da. Ich bin draußen. Ich hoffe, ihr habt jetzt ein vernünftiges Foto gemacht. Warte, ich guck mal, ob das Foto was geworden ist. Draußen kann er mir nichts. Ja, wir haben das Foto. Sehr nice. Na, Kinder? Ja? Wo geht's denn hier raus? Ich weiß auch nicht. Ich glaube, Basti ist gestorben. Kann jemand die Kamera mitnehmen? Achso, nein. Meine schöne Lampe. Moment. Katzi hat's zerrissen. Oh, Katzi. Und das Geisterbuch, kann das auch einer mitnehmen? Nee, das ist so Standard, das brauchen wir nicht. Es geht nur um die Taschenlampen und das Thermometer von mir, weil ich die gekauft habe. Okay. Aber ich glaube, die Taschenlampe hat Lara. Ja, die habe ich. Tschüss, Katzi. Okay, Dankeschön. Ja. Danke für dein Opfer. Ja, cool. Eigentlich müssten wir dann jetzt alle optionalen Sachen gemacht haben. Der sah ein bisschen aus, finde ich. Hatte der so ein Hackebeil in der Hand? Ja, und so eine komische Gummischürze um. Mhm, ein Batscher. Batscher. Das ist halt eben das platte Land, die sind halt eben alle ein bisschen durchgedreht. Mushroom. Batscher. Entschuldigung. Boah, selbst wenn wir einen Sprint... Mich würde mal interessieren, wie unsere Sanity aussieht. 19, 35 und 41. Oh, das geht doch. Reicht doch. Okay, also haben wir jetzt eingeloggt. Denn... Moment. Hast ein super Foto gemacht. Ja, also das Foto ist 1A. Was hatten wir denn? Fingerabdrücke, Geisterkugel und was? Gar nichts. Es ist trotzdem nur der Poltergeist übrig. Ja. So, haben wir alle Poltergeist eingeloggt? Ja. Ja. Dann können wir, glaube ich, gehen. Tschüss. Woohoo! Ich würde gerne irgendwie springen, aber das geht in dem Spiel nicht, ne? Welcome back. I've got some jobs ready for you. 60. $60, nice! Was hast du gemacht, Basti?